So Freunde, bevor das Video startet, nur noch mal ein ganz, ganz kurzer Hinweis. Ihr wisst, bei mir ist noch die Rabattaktion im Shop, hatte ich euch schon letzten Sonntag darauf hingewiesen. Heute noch mal ganz kurz der kleine Hinweis. Diese Aktion geht nur noch bis heute Abend um 0 Uhr, also Sonntag bis 0 Uhr. Das heißt, falls ihr noch ein reduziertes T-Shirt, eine reduzierte Badehose haben wollt, die gibt es im Übrigen noch wieder in XXL. Allerdings, es ist noch ein Karton aufgetaucht. Checkt auf jeden Fall den Shop aus, Link dazu in der Beschreibung oder einfach im Browser montanablack.de suchen. Rabattaktion läuft bis heute Abend noch, G steht für gönn, Video ab dafür. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute wieder ein neues Video in aller Frische, eine Runde Mario Kart. Auf ganz entspannt Freunde, pünktlich um 10 Uhr. Mit dem Dödel in der Hand und vielleicht auch ein Weib neben euch im Bett. Oder ein Typ. Die 2% weibliche Zuschauer, die muss man ja natürlich auch berücksichtigen hier. Mit dabei ist der Uwe mit der Spritze im Po. Hallo. Moinsen. Moin, moin. Und mit dabei ist X-The Solution, der ungelogen, wir haben Samstagabend um 23 Uhr gerade aufgestanden ist. Bruder, wie war Sandmann und die Träumchen? Ich wünsche euch einen guten Morgen, Freunde. Grüße gehen raus. Da muss fucking los. Wie immer gespiegelt, 150 kuriose Items mit leichten Bots. Ich sollte Rapper werden, Kappa. So, ich würde sagen, let's fucking go. Schuldenstand zwischen mir und Danny, 150 Euro Guthaben, Freunde, für mich Guthaben. Ja, die Folgen der Jungs sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die nächste Folge, Schnauze, Danny. Die nächste Folge, die wir aufnehmen, ist für Uwe und dann für X Nasenblut und Danny. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Let's go. So, Freunde, erste Runde. Natürlich direkt meine Karte gekommen. Danny, ich bin offen für jegliche Art der Wetten. Oh, meine Lieblingskarte. Ich würde sagen, jetzt muss ich die Scheiße hier wieder umstellen. Was würdest du sagen? Der Stiftung Warentest. 20er. 20. Rechts fahren. 20, gut. Machen wir ein 20, Freunde. Ein 20. Auf ganz entspannt hier. Bitch beiseite. Ja, moin. Wahrscheinlich Bitch beiseite. Oh ja, moin. Hab sie doch noch. Oh, der Windschatten, Bruder. Der wäre anders. So, hier nochmal eine Münze. Nee, fast getroffen. Hier, Danny. Oh mein Gott. Ich habe ihn sogar wirklich noch geholt. Besser ist das, Bruder. Beiseite mit deinem Arsch. Is real. Shit. Quasi gut. Ich fahre weit von eurer Action, Alter. Da. Ach, Bullshit. Ja. So, und jetzt hier nochmal attackieren, Bruder. Nochmal attackieren. Heute genauso los wie letzte Woche. Ey, ja! So, Uwe gewohnt still auf dem ersten, aber eine für Uwe kommt so oder so noch, Freunde. Standard. Easiness. Und Danny, du bist Dritter, ne? Ja, Danny ist Dritter. Vierter sogar. Vierter. Auf dem Lifestyle-Platz. Digga, voll gewichst, sein Uronkel. Alter. Komm. Was runtergefallen deswegen, Alter. Danny, fahr rein, Bruder, Kuss. Jungs, ich liebe euch beide! Drei. Rakete hat zwei, der Mixer. Eins, extra Blitz! Was? Auf dem dritten, Freunde! Yes, sir! Aber bist du meine Bombe gefahren trotzdem, Danny? Nee, Digga, nee, ich bin links rumgefahren. Ich lass ihn Erster werden und dann kommt nochmal eine blaue, das wäre geil. Nee. Ah, ich muss riskieren, Waller. Ich muss riskieren. Oh nein, Uwe, oh mein Gott, Uwe, was war das denn? Verfahren, Digga. Einfach verfahren. Einfach McLaren Navi sagt links, längs, oder was? Ja, Digga. Ich bin gerade so gegen dieses Ei gefahren. Wow. Danny, dazu sag ich aber gerade mal gar nichts, Digga. Gegen das Ei gefahren, Bruder. Muss das los. War das komplett. Erster Platz schmeckt mir aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so, weil. Nee, für den Blauen kommt noch. Es kommt so schnell immer eine noch für den Blue. Das wäre halt anders passiv, Bruder. Bräuchte jetzt eine Trompete, so wie Uwe sie eben auf dem ersten bekommen hat. Ich habe eine am Start. Ja, moin. Ja. Bin absolut gar nichts. Bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Ich bin überlegen, ob ich den noch attackiere oder ob ich jetzt aber wirklich sauberes Fahren hier. Ausreizen, vom ausreizen. Profifahrer Monte. Komm schon, Schicksalsschlag, Baby. Ja, moin. Das war's komplett, Digga. Das könnte. Ja! Oh mein Gott! Digga. Und da geht er auf den dritten! Es ist die Spiegel, meine Lieben! Was? Nee, Digga, Mando! Verfickte Scheiße, Digga! Wieder 5 Meter vorm Ziel kommt die für den Blauen! Es ist zum Kotzen, Digga! Oh mein Gott!
Ich fick das Game langsam. Kann ich mal was sagen? Nee, du hältst das Maul jetzt. Warte mal. Ich war auf dem zweiten und die blaue kommt von mir. How's it going, Digga? Also ich hab Blacks, aber ich hab gerade mein Spiel ist auch. Hast du gehofft, sagst du wohl eher? Nice. Geil, Digga, geil. Ich war, guck mal, bei mir war das so, ich so, ah, soll ich. Du hältst das Maul jetzt. Freunde, neue Runde. Neues Glück. Ja, Danny. Motiviert, denke ich, gehst du jetzt an den Wettansatz ran? Ja, ich weiß nicht ganz genau, was meine Geschenke eben waren. Ultra knackig. Blitz, Rakete bekomme und Stern, Mann. Das war absolut schmackhaft. Lass uns mal einen 30er machen auf korrekt hier. 30er, ja, easy. Okay. Oh, die, die Banane, Digga. Holy moly. Geil. Hat mir gefallen, ey. Ja, moin, zwischen den Geschenken durchgefahren, war ich immer noch so begeistert von der Banane, Mann. Nice, nochmal ein Leben. Oder ey, nee, Danny. Nimm ich selber was mit dir wollen. Ah, ja, dann müssen die Bananen mal weg hier, pass auf. Nee, hier, verpiss dich hier, du Fetter. Oh. Die letzte Geschenk. Zack. Ey, Uwe. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Oh, Mann, Uwe. Ja. Ich hab da. Was macht ihr denn da hin, Jungs? Fistet ihr euch gegenseitig auf eine Homo-Basis oder was? Du hast schon mal vorbei auf dem Nass hier. Ja, hier, Danny meint sich nicht, Bruder. Hey, guck mal, das war, also ich will mich jetzt nicht beschweren so. Die Geschenke auf der Wii U sind immer eigentlich köstlich. Aber ich finde es allgemein, egal ob auf der Wii U oder auf der Switch, du bekommst als erster nicht viel zu selten, aber eigentlich so gut wie eine Trompete, Digga. Und was willst du dann gegen die Blaue machen, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber gut, das Mecker auf hohem Niveau, gutes Fahren setze ich durch. Vielleicht heute mal jetzt in der Runde hier. Auf jeden Fall solides Fahren an der Stelle jetzt. Auch einen soliden Vorsprung. Ja, mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass ich das Gefühl habe, dass da auf jeden Fall noch wieder eine für ein Blue bekommt. Ah ja, moin, wahrscheinlich solides Fahren, Digga. Wort von dem fetten Wichser hier platt gedrückt. Da nein, ich hab die zu früh abgeschossen, die Grüne. Ich Idiot. Eigenlob stinkt, Digga. Nice. Das war wahrscheinlich setze ich gutes Fahren durch, Bruder. Naja. So, let's go hier. Anstrengung. Komm, ich hinten, komm schon eine für den Blau nicht auf dem zweiten jetzt. Nee. Dafür, Danny. Oh, ausreizen. Habe ich nämlich gerade gar keine Zeit, Bruder. Weil er muss riskieren. Warte. Noch kein Blitz kam auch, ne? Komm. Nee. Aber, Danny. Jetzt komm. Beschwör das doch jetzt nicht. Komm schon. Noch kein Blitz. Nein, kein Schicksalsschlag, Bruder. Zack, zack. Los. Zack, zack. Hier, gutes Fahren, Freunde. Oh, ein für den Blumen. Ach, es ist zum Kotzen, Digga. Man kennt ihn, Digga. Da kann ich auch nichts machen, Livestream. Wahrscheinlich Livestream, ihr kennt es ja mindestens einmal im Video. Ja, und natürlich nochmal eine Donation. Ach, es ist zum Kotzen. Ach komm. Ja, der ist. Ich brauche noch Windschatten, Bruder. Oh. Gib nochmal ein Windschatten, du Hundeficker. Auch Mann. Yeah. Es ist zum Kotzen. Zwei Runden und zweimal die für den Blauen. Fuck. Freunde! Oh. Neue Runde, neues Glück. Over entspannt. So, Freunde, neue fucking Runde, neues Glück. Dezent! Salzig. Danny. Aber nur dezent? Ja, nur dezent. Danny. Was sagst du, ein Fuffi? Kannst du alles hier gut machen? Ja, ich bin auch für den Hundi cool. Nee, Bruder, muss los. Der wird kompetitiv gewesen. Da machen wir. Okay, komm schon. Das ist schon mal ganz nice jetzt hier, Theorie. Was reizt dich eigentlich mehr, Monte? Fortnite oder Mario Kart? Erstmal im Ernst. Inwiefern jetzt? Vom Spiel her? Ja, vom Rage her, von der Aggressivität. Ja, ach so, reizen meinst du? Ja, reizen. Rage genau, her? Genau. Da rage ich ganz klar mehr in Mario Kart, Digga. Ja. Weil in Fortnite, Digga, sind wir mal ganz ehrlich, 90% der Tode, die du stirbst, sind, weil du entweder schlecht baust, veraimst oder sonstiges. Genau, das liegt an dir, genau. Genau, richtig. Aber in Mario Kart, also wie gesagt, Digga, so ist das Spiel, ist in Ordnung so, aber Zufallsscheiße. In Mario Kart habe ich jetzt zweimal den ersten Platz verloren, weil eine für einen Blue gekommen ist und ich nichts hatte, um das wegmachen zu können. Das ist halt dann ärgerlich, sagen wir es mal so sagen, Digga. Hey, ein für den Blue übrigens. Ja, die kam von mir, Digga, als Dritter. Blue. Monte hier. Warum krieg ich die jetzt, Digga? Obwohl, Dings. Die Blue hat sich ja gar nicht gelohnt für euch, was ist denn los? Ach man, Danny, du kleiner, abgefuckter Drecksohn. Hattest du vier Stück? Nee, drei. Wie soll ich denn vier haben? Die rote verschwindet einfach unter. Ja, dass du drei Stück hast und... Ey! Mann! Das war schon wieder zu komplett, Digga. Nee, noch nicht, leider. Ja, ich bin runtergefallen wie ein Fettsack. Ja, guck mal, wo ich... Also du bist noch hinter mir. Oh, wie wär's jetzt mit dem Blitz, so wie Danny es eben bekommen hat? Ja, eine Pflanze, nochmal.
Pflanze ist mal das Schlimmste, ja, wenn man aufhören will. Das beste Geschenk, Bruder. Damit mache ich locker jetzt noch den ersten Platz gut, Kappa. Ja, komm mal, Mario wieder am Stadion, schon läuft der Hase. Ja, wie der Donkey Kong. Weil letzte Woche das einfach liegt nicht an Mario, Digga, es liegt einfach, man muss einfach so sagen, am Spiel gerade. Vielleicht jetzt nochmal ein gutes Geschenk hier. Wie gesagt, Spiel, Rakete, goldener Pilz, besten Dank. Oh, das ist schon gut. Ja, wahrscheinlich, Digga. Wenn du jetzt überlegen müsstest, goldenen Pilz oder Rakete oder ein Blitz, was du ja eben als Dritter bekommen hast. Ah, gut. Ja gut, hab ich gesagt, Danny? So. Komm schon, lass mich doch einmal... Oh, das war bad. Oh, eine 8, besser ist das, Digga. Danny war nochmal am Platz da, danke. Ja, Mario Kart wollte nur nochmal ein bisschen zum Schluss nochmal ein bisschen ausreizen. Ja. Easiness, Digga. Jetzt bin ich auch schon wieder wesentlich besser gelaunt. Es ist einfach so, in Mario Kart kannst du gut fahren, wie du willst, aber am Ende, meistens zumindest, entscheiden die Geschenke das Spiel. Mhm. Spielen die Geschenke gut mit, ist man bestens gelaunt, spielen die Geschenke nicht mit oder du kassierst immer eine für den Blu-ray, Digga, bist du leicht salzig. Wie ein Brezel, Bruder. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, neue Runde, neues Glück. So, Freunde, letzte Runde. Ich habe gar nicht auf den Punktestand geachtet, Digga, ehrlich gesagt, aber ich kann eigentlich gar nicht so gut platziert sein. Egal, Danny, 150 Schulden haben wir wieder. Was sagst du? Fofi, komm, für die letzte Runde. Boni, Bruder. Nein, Fofi. Sibi? Nein, Fofi. Irgendwas, was mehr als Fofi ist, möchte ich. Ja, komm. 51. 55 oder 60, Digga. Sechi, okay, komm, Sechi, easy. Sechi steht auf dem Spiel, Käseland. Einer meiner absoluten Favorite Maps. Habe ich aber auch euch gefühlt schon 3 Millionen Mal erzählt. Jedes Mal, wenn wir sie zocken, erzählen. Ja, genau. Ruhe, Platz da, danke. Ah, aua, die hättest du behalten sollen, Digga, weil. Ja, gut, dann hätte ich dich aber nicht überholt und als Zweiter bringt mir sie überhaupt nichts. Hast du mal aus der Perspektive gedacht, Bruder? Ja, weil ich kann mir doch wieder verfahren. Voll weißt, Festo, Digga. Nein, ich kann mir doch voll verfahren und so, dann fährst du auf einmal. Ja, wahrscheinlich verfährst du dich, Digga. Das kommt nicht so oft vor. Oh. Freunde, hier müssen wir einfach. Alles nochmal geben, Digga. Sechi steht auf dem Spiel. Nochmal eine Trompete auf Ehrenbruder-Basis, bitte. Jawohl. Eine für mich. Ah, was kommt? Ja, was kommt? Ich hab aber nochmal eine Trompete, Bruder. Beste Leben. Echt? Ja, zwei geil. Hintereinander. Oh. Okay, das ist schon natürlich. Das ist Logik. Warte mal, hier, kleiner Insider, Freunde. Oh, jetzt, oh nein. Aha, hier, oh nein, jetzt habe ich den Fehler gemacht, weil Logik ruft gerade an. Och, Mann. Bruder, Uwe. Logik, ich kann gerade nicht rangehen. Telefon klingelt, ich weiß, Bruder. Ach, Mann. Oh, es war auch nur eine, och Mann. Zack, zack. Da kann ich auf Alibi wieder gehen, Alter. Ja, richtig, Alter. Jetzt wollte ich sie für den Monte aufbewahren, aber irgendwie bist du. Ja, Freunde, wir haben echt auch. Guck mal unten rechts. Auf den Radar, zwei und. Oh! Was wir für einen saftigen Vorsprung uns rausgefahren haben. Ah, den hole ich mir jetzt auch, den saftigen Vorsprung. Oh, oh Mann! Schicksalsschlag! Ja, moin, das war's wieder mit dem Vorsprung, Digga. Schicksalsschlag des Todes. Oh, ja, komm her. Oh, hey, Uwe! Ja, moin, ja. Digga, bei mir hat gerade jemand reinsubscribed. Einfach. Hab ich auch schon mal gehabt? Moin. Aktiv, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an dich, keine Ahnung, wer du bist, ich hab's nicht gesehen gerade nebenbei. Ja, das ist jetzt, ja, und jetzt werde ich wieder von hinten abgefuckt. SR, Danny. Oh. Ja, aber das sieht schlecht aus. Komm schon, Bruder Herz. Der Blitz hat leider. Jetzt müsste ich eine Rakete bekommen als Dritter. Uwe hat eben als Zweiter eine bekommen. Als ja, das Zweiter, war's. Das ist wirklich eine Sensation, Digga. Danny, Glückwunsch, ja. Digga, GG. Nicht in die Banane reinfahren. Nein. Ja! Ja! Richtig! Oh, da ist was so geflogen hier. Weitwurf aber am Start hier. Schmeckt! Oh, das war's. Ich krieg dieses Spiel.